Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen hier zu meinem Rematch-Import-Link, Info-Video für BFA oder wie wir es auch immer nennen wollen. Ich denke mal, der eine oder andere kennt auch noch das alte Video hierzu. Das habe ich damals ja zu Legion-Zeiten gemacht. Genauso habe ich da auch ein bisschen was zu erklärt, was euch da erwartet, wie das Ganze funktioniert, wie ihr das nutzen könnt für euch. Das wird hier in diesem Video genauso sein. Außerdem habe ich noch ein paar zusätzliche Infos für euch. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir einfach gleich mal an. Ja, wie gesagt, auch diesmal möchte ich wieder meinen Rematch-Link für die BFA-Weltquest hier einmal mit euch teilen. Das letzte Video ist bei euch auch sehr gut angekommen in der Legion-Zeit. Und ja, ihr findet auch diesmal wieder in dem Link die ganzen Meistertier-Zähmer, die wir besiegen können. Und es sind auch wieder Notizen dabei für die Rotation in den Haustierkämpfen. Ihr findet hier und da nur manchmal nur eine Taktik vorerst in den Notizen. Ich aktualisiere das Ganze ja immer wieder. Und nach werden natürlich mehr Taktiken dazukommen. Ja, und wie importiere ich nun diesen Rematch-Link? Das ist ganz einfach. Als erstes brauchst du einmal das Add-on Rematch. Den Link dazu, den findest du natürlich unten in der Videobeschreibung. Einfach auf die Seite Add-on runterladen, ganz normal installieren, wie auch jedes andere Add-on, und dann kann das Ganze schon losgehen. Als nächstes gehst du dann einmal auf meine Homepage. Den Link dazu, den findest du natürlich auch unten in der Videobeschreibung, und kopierst dort einmal den ganzen Rematch-Link, den du weiter unten findest. Das Datum, was ihr dort seht, das informiert euch natürlich auch darüber, wann die letzte Aktualisierung war. Und ja, wenn ihr dann das Ganze dann halt kopiert habt, dann geht es auch schon ab in das Spiel. Seid ihr denn im Spiel angekommen, öffnet ihr einmal euren Wildtierführer. Danach geht ihr rechts auf das kleine Plus an der Seite, um einen neuen Reiter zu erstellen. Sucht euch da irgendein Icon aus, vielleicht auch ein bisschen passend zu BFA. Gebt den Reiter natürlich dann auch einen Namen, wie zum Beispiel BFA Weltquests. Und dann erstellt das Ganze, also erstellt den Reiter und geht dann nochmal auf diesen Reiter, macht dort dann aber einen Rechtsklick und geht dann auf Teams importieren. In dem kleinen Fenster, das dann aufgeht, da werdet ihr dann einfach diesen kopierten Link von meiner Homepage einmal einfügen, am besten mit STLGV, und das Ganze ist dann schon fertig. Denkt aber hier dran bitte, damit die Notizen dann auch nachher im Kampf aufgehen, müsst ihr einmal in die Optionen von Rematch, und zwar in den Tab Optionen für Haustierkarten und Notizen. Und dort muss einmal ein Haken gesetzt sein bei Notizen auch im Kampf anzeigen. Sonst gehen nämlich nachher bei euch dann im Kampf die Notizen nicht auf. Ja, als erstes versuche ich natürlich immer auch Haustiere zu nehmen, die entweder irgendwo leicht zu fangen sind oder dass man die durch eine Quest bekommt oder vielleicht auch durch einen Beruf herzustellen sind. Es ist natürlich immer die erste Option, die ich natürlich wähle, um es für euch halt einfacher zu machen, falls ihr die Haustiere gerade nicht zur Hand habt. Natürlich ist es nicht immer möglich. Oft ist eigentlich auch leider die letzte Lösung, auch manchmal das Auktionshaus aufzusuchen und dort vielleicht die Haustiere dann rauszukaufen. Da kann ich euch aber auch wirklich nur empfehlen, wenn ihr das macht, das mache ich ja auch ab und zu mal, dann sucht euch da aber die Level 1 Haustiere raus, diese meisten auch günstiger als die 25er, und wir können natürlich die niedrigstufigen Haustiere wunderbar wieder hier mit dem BFA Weltquest leveln. Also gibt dann da in dem Auktionshaus nicht zu viel Gold aus. Ja, wie gesagt, ihr könnt die niedrigstufigen Haustiere wunderbar mit dem Weltquest leveln. Ihr findet in den Taktiken, in den Notizen, findet ihr die Level-Taktiken natürlich wieder, die waren auch sehr beliebt im Legion. Und könnt die damit wunderbar leveln dann. Ihr findet aber neben den Level-Taktiken auch die normale, also dass wir da 3 Stück einfach brauchen. Es kommt natürlich immer auf den Gegner drauf an, das ist ganz klar. Dann gibt es die Zweier-Kombos wieder, die Solo-Taktiken. Also ihr findet hier und da immer natürlich verschiedene Taktiken in den Notizen. Und wie ich schon am Anfang sagte, nach und nach werden natürlich mehr Taktiken noch folgen.
Das nächste Thema, was ich denn einmal habe, ist, dass ihr jetzt auch Hinweise in den Notizen findet, dass manche Taktiken von anderen Spielern stammen oder besser, dass sie empfohlen wurden von anderen Spielern. Das könnt ihr jetzt nämlich auch machen, wenn ihr sagt, Mensch, boah, die Taktik ist wunderbar bei dem oder dem Gegner, probier das doch mal aus. Dann mache ich das, teste diese Taktik dann bei der nächsten Gelegenheit, wenn die Weltquest da ist und packe sie dann mit euren Narben in die Notizen mit rein. Ihr könnt mir diese Taktiken zukommen lassen, entweder hier in den Kommentaren, obwohl ich hier sagen muss, da kann ich sie auch mal sehr, sehr leicht übersehen. Am besten ist es eigentlich, das Ganze über meine Homepage zu machen, über das Haustierformular, so habe ich das Ganze genannt. Den Link dazu, den findet ihr unten einmal in der Videobeschreibung natürlich. Und ja, darüber könnt ihr mir die Taktiken zukommen lassen und ich teste sie dann und ihr bekommt von mir auch den E-Mail zurück. Oder ihr könnt auch über dieses Formular Taktiken melden. Das heißt, wenn irgendeine gar nicht mehr funktioniert, weil es wieder Änderungen gab nach dem Patch oder an den Haustieren wieder rumgeschraubt wurde, gibt ja mehrere Gründe, dann könnt ihr das auch über dieses Formular melden und sagen, hier, schau mal darüber, die funktionieren gar nicht mehr. Das geht alles über dieses Formular und es haben auch schon einige genutzt, muss ich sagen, was mich sehr gefreut hat. Und ja, wie gesagt, ihr kriegt von mir auch dann immer eine E-Mail zurück. Und ja, das war's eigentlich schon. Das wollte ich eigentlich zu diesem Thema sagen. Dann können wir eigentlich auch schon weitergehen zum nächsten Thema. In Legion gab es da damals ja auch nur den Import-Link und keine Videos zu den Kämpfen. Also nur dieses Infovideo, aber keine Videos allgemein zu den einzelnen Kämpfen. Das möchte ich diesmal ändern. Hier im BFA werde ich wieder zu jeder Haustier-Weltquest ein Video machen und eine Taktik vorstellen, die dort in den Notizen halt vorhanden sind. Es sind ja meistens mehrere, aber ich werde immer nur eine vorstellen. Und ja, mich haben da doch einige PNs erreicht und die gesagt haben, dass sie doch meine Videos irgendwie vermissen, auch mal einfach den Kampf zu sehen, wie das Ganze funktioniert. Und das möchte ich dann doch wieder gerne mit BFA hier einführen. Das heißt, in den nächsten Tagen und Wochen werdet ihr dann auch zu den einzelnen Kämpfen, also zu den einzelnen Weltquests, dann auch immer ein Video finden. So, das war es nun an Informationen, die ich mit euch teilen wollte. Solltet ihr jetzt aber immer noch Fragen haben, dann gerne damit hier ab in die Kommentare und ich werde euch da so schnell wie möglich antworten. Ansonsten hören wir uns natürlich, wenn ihr es möchtet, zum nächsten Video wieder. Bye, bye!